Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen hier im Darmstadtium. Es geht um Chemie und es geht um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit geht uns alle an. Darum freut es mich besonders, dass wir heute so viele Teilnehmer und ein so breites Publikum begrüßen können. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir in der Debatte über Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft und Wirtschaft nicht einem modischen Begriff oder einem vermeintlich trendigen Zeitgeist nachjagen. Im 18. Jahrhundert war es, als Hans Karl von Carlowitz sagte, wir müssen gewährleisten, dass nicht mehr Bäume geschlagen werden, als auch nachwachsen können. Ich hoffe, dass unter den vielen jungen Leuten, die hier Hervorragendes geleistet haben, auch einige Nachwuchschemiker für die Zukunft sein werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein weltweit agierendes Unternehmen in diesen Zeiten 250 Millionen in Energieversorgung, Innovationszentren und auch ein neues Headquarter in unserer Stadt investiert. Das älteste chemisch-pharmazeutische Unternehmen der Welt weiß, wo es zu Hause ist und wo es auch gut aufgehoben ist, wenn es von seinen weltweiten Unternehmungen zurückkehrt. Für die Position Deutschlands in der Welt und die wirtschaftlich starke Position Deutschlands in der Welt spielt die chemische Industrie eine ganz wesentliche Rolle. Die Gewinnung von mehr jungen Menschen für eine Ausbildung in diesen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen ist eine grundlegende Aufgabe der Gesellschaft zur Sicherung der Fachkräftebasis unserer Wirtschaft. Wissen und Bildung, das sind die wichtigsten Ressourcen in Deutschland. Aber bitte mit Sahne. Wir kommen jetzt zu unserer Podiumsdiskussion, meine Damen und Herren. Und dafür haben wir 5 Teilnehmer gewinnen können, von denen wir eigentlich sagen können, sie sind alle 5 spitze. Die Aussage, Deutschland braucht Chemie, ist eher ein politischer Einruf. Wir brauchen ein politisches Klima für die Chemie und die Produkte. Wir brauchen ein Ja zur Industrie, zur Chemieindustrie. Warum? Weil es eine nachhaltige Industrie ist. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine nachhaltige Zukunft sichern. Erstens eine wirtschaftliche Basis, die Wohlstand der Gesellschaft mit sozialstaatlicher Verantwortung verbindet und ermöglicht. Zweitens eine moderne, nicht nostalgisch verklärte Umwelt, die die natürlichen Schätze unseres Landes nützt und schützt. Und drittens Arbeitsbedingungen, die den Menschen erlauben, nicht nur zu arbeiten, sondern auch Freude und Erfüllung in der Arbeit zu finden. Es gibt einen nachhaltigen sozialen Staat, der sich kümmert um viele Sachen, die draußen in der Welt gar kein Thema sind. Es gibt Unternehmen, auch wenn wir uns ab und zu mal streiten müssen über die Verteilung, das gehört dazu, die aber einen Grad an Verantwortung auch gegenüber Umwelt und ihren Mitarbeitern haben, den findet man da draußen zumindest selten. Und im Übrigen gehören auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu, die nicht nur in ihre Unternehmen gehen, ihre Arbeit leisten, nach Hause gehen und sagen, jetzt bin ich nur noch auf der Couch und vor dem Fernseher, sondern die sich mit Interesse und eben auch kritisch mit den Dingen auseinandersetzen, die sie in der Arbeitswelt, aber auch in der Gesellschaft erleben. Innovation und was Innovation ist, ist immer nicht Gegenstand einer Industrie oder einer Branche. Ist auch nicht allein Privileg der Wissenschaft. Innovation heißt ja Neuerung, die sich dann auch am Ende am Markt durchsetzt. Und es geht immer um einen gesellschaftlichen Konflikt und am Ende um eine gesellschaftliche Entscheidung, einen gesellschaftlichen Konsens. Also in der Chemie gibt es den Ausdruck des Fließgleichgewichtes. Es ist nie, also ein Gleichgewicht ist nie etwas Statisches. Und so sehe ich auch diesen Dreiklang von Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Für mich geht er über diese Tarifpartnerschaft hier noch hinaus. Ich schließe die Gesellschaft und deren Wohlergehen und die
Möglichkeit der Freiheit des Handelns des Einzelnen mit ein. Und nur wenn wir sozusagen kein Primat erheben und alles gleichzeitig gleichberechtigt betrachten, also weder Ökologie noch Ökonomie noch das Soziale in den Vordergrund heben und im Gleichklang arbeiten, dann können wir meines Erachtens an dem Thema erfolgreich weiterarbeiten. Ihnen erstmal vielen Dank für die Diskussion. Und wir kommen jetzt zu unserer Prämierung des Schülerwettbewerbs. Herr Klei, wir sind gespannt. Wer ist der Gewinner? Larissa Beißel, Dominik Fest und Jan Quest mit ihren Betreuungslehrern Alexander Sehring und Richard Knapp. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine Lanze für die Lehrer zu brechen. Ich hatte einen tollen Lehrer im Chemieunterricht. Ich habe auch eine ordentliche Chemienote im Abitur gehabt. Die Vorführung, die wir hier gesehen haben, fand ich sensationell. Und die Lehrer, die diese Gruppen betreuen und mit denen arbeiten, sind ein Beispiel dafür, was in unseren Schulen geleitet wird. Und ich denke, unsere Lehrer haben einen extra Applaus verdient. Ihnen vielen Dank, dass Sie erstens mitgemacht haben, zweitens hier und heute da waren, sich für Nachhaltigkeit in der Chemie einsetzen, in welcher Funktion auch immer. Das war unsere Veranstaltung, unser Kongress.